Also ich glaube schon, dass die Politik in bestimmten Bereichen von Sicherheit und Beobachtung, Überwachung auf technische Mittel setzt. Das ist ja unverkennbar im öffentlichen Raum, Videokameras oder Vorratsdatenspeicherung und andere zu Upload-Filtern zu bewegen beispielsweise. Das ist schon so. Ich glaube aber, dass Allheilmittel übertrieben ist und dass die Politik eigentlich auch nicht weit genug guckt und an vielen Stellen Technik auch, glaube ich, ein bisschen weitblickender einsetzen könnte. Mein Eindruck ist, dass die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen eigentlich softwaretechnisch etwas auf dem Trockenen sitzen. Ich habe mir da vieles angeschaut, ob es nun Mitgliederverwaltung, Funding-Software, Chat-Software, viele, viele Dinge, die man eigentlich gebrauchen könnte. Blog-Software oder auch Module für soziale Netzwerke, da ist sehr, sehr viel möglich. Und ich finde es eigentlich traurig, dass man Betriebssysteme als Open Source entwickelt, aber eben die darüberliegende Anwendungsschicht beispielsweise für soziale Netzwerke eben nicht. Und hier kann ich mir vorstellen, dass man da eine ganze Bewegung auch, so wie ja die Wikimedia beispielsweise da einiges tut, eine ganze Bewegung auch politisch mit unterstützen kann. Und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch Impulse geben, vernetzen, sodass da Softwarebausteine entstehen, die ja im Übrigen auch von Unternehmen oder der öffentlichen Hand auch benutzt werden können.